Herzlich willkommen zu einer neuen. Entschuldigung. Hallo zu einer neuen The First Folge. Quatsch. Vogel. Ich repariere mal das, was du hier kaputt gemacht hast, ne? Ich wollte es nur so. Ach ja, die hab ich noch erwischt. Okay. Ja, ich hab ein bisschen gewütet. Ich hab jetzt drei Vögel. Ich vermisse immer noch den Baum, der mal da kaputt gegangen ist, ne? Vier Vögel. Ja, den vermisse ich irgendwie auch. Oh, da ist ein Vogel! Hast du was gesagt gehabt, dass du Vögel hast oder so? Ich habe vier Vögel im Feuer, ja. So. Aber was nervig ist, wieso kann man Vogelfleisch nicht trocknen, wie die anderen Fleischarten? Das ist zu klein das zum Aufhängen. Ach was. Einfach so einen Stick nehmen und dann da so wie so ein Spieß halt einfach diese fünf Dinge dran. Aber kann ich hier dieses Gelände hier oben eigentlich schon anfangen zu bauen, oder? Hol mal lieber erstmal Baumstämme. Okay? Okay. Hinaus mit mir in die freie Welt. Freie und offene Welt. Sammeln Schädel. Ach ja, wir haben noch eine Lampe nicht fertig. Die kann ich noch machen. Warum ist der Kack jetzt so in der Luft? Das war gerade vor 2 Sekunden nicht in der Luft. Oh, ist das zum Beben sowas? Das geht mir gar nicht. Ich darf da vielleicht gar nicht anfangen. Vielleicht soll ich ja hier anfangen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, lasst mich halt einfach mal Baum fällen, oder? Nerven sie dich? Ja. Hoppala. Ihr habt wohl was dagegen, dass ich hier ein paar Bäume fäll. Ah, Reh! Ah, Mutanten. Eingeborene. Ach, oh. Oh, das ist ein bisschen viel. Eieiei. Nein, no, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ach ja, ich muss meine Rüstung reparieren. Ich bin doch voll konzentriert. Time to die. Oh, da hinten stehen sie auch schon wieder. Irgendwas greift er hier wieder an. Oh, die gehen mir echt ein bisschen auf den Keks gerade. Alle, wie weit klettern die denn noch bitte nach oben? Was zum... Runter mit dir. Alter, der fliegt 10 Meter vom Baum runter und er überlebt es? Ja. Mit einem Pfeil im Rücken? Was ist das für ein abartiges... Oi. Wieso ist er verschwunden? Ich verstehe das nicht. Oh, Gottes Willen. Kommen wir gerade zu gar nichts. Ja, immerhin einer mal tot. Ich glaube, da geht's einfach nicht anders. Der ist da automatisch immer. Aber eigentlich manchmal ist es echt cool, wenn man einen kills, dann hauen sie. Aber nur manchmal nicht. Auch. Ah, nein, nicht essen. Da oh, hauen komm, viele oh, ab. Jetzt hab ich so ein verkokeltes Ding gefressen, weil hä, du dann... warum löscht dich Scheiße? Ach so. Ja, genau. Aha, apropos, ich hab Hunger.
Ja, toll, die ist nur noch verbrannt drin. Hast irgendwie leicht verkackt. Ja, mein, das ist halt, wenn du denkst, warten, mache ich das und das und. Scheiße, jetzt habe ich aber nichts. Habe ich kein Fleisch da? Hast du noch Vögel oder sowas? Kannst ja das Verbrannte essen, aber du musst halt dann was trinken. Aber Wasser ist ja genug da. Gut, das hat rein gar nichts gebracht. Gerade. Null. Nichts. Ich Null. dachte, verkokelt, das bringt ein bisschen was, aber man wird mal extrem durstig. Hätte es ja noch irgendwas zum Essen drin. Hast du einen Arm reingelegt oder sowas? Nein. Es waren einfach vier Fische, die drin waren. Naja, warte, wenn ich hier schon mal da bin, dann kann ich noch schon die Lampe fertig machen. Nee, jetzt mal nochmal ein Fleisch rein. Erinnere mich an das Fleisch, was ich reingetan habe. Ey, direkt vor unserem Tor. Tot. Alter, das sind viele Totems vor unserer Tür. Wir mal kaputt machen, nicht, dass wir hier irgendwas markieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf nicht weiter rauskommen. Dass das in der Luft ist, das ist. Oh, es ist ein bisschen nervig. Ich glaube, es geht aber nicht schöner. Es geht einfach nicht. Lol, dass das immer wieder verschwindet. Faszinierend. Das löscht sich von selber. Das ist interessant. Was denn? Ah, lol, da ist einer. Die Fallen funktionieren immer genau dann, wenn man es nicht damit rechnet, irgendwie. Im Kampf laufen sie gefühlt nie rein. Genau, wenn man kämpft, das weiß ich, ist mir auch schon aufgefallen. Aber es ist einfach so, huch, da liegt jemand. Aber ich glaube, das liegt daran, weil die da langsam gehen und reinrennen. Ne? Und dadurch trifft die Falle auch. Und wenn sie im Kampf da einfach durchspringen, sind die schneller, wie die Falle auslösen kann. Ja. Habe ich immer das Gefühl. Irgendwie an sowas wird es wahrscheinlich liegen, ja. So, genau. Oh, Gottes Will! Oh, Gottes. Wie viele sind denn da? Chill, 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 chill. Die haben jetzt diese Holzwägen bewacht. Da waren jetzt sechs Stück gestanden. Hä? Was für ein Chaos. Aha, ich komme nicht dazu, die scheiß Baumstämme zu holen. Weh, die spawnen. Ich mach euch beide. Oh Gott. Ja, genau, mach euch erstmal gegenseitig kaputt. Verrückt. Immer mein Bauprojekt, was ich da immer mache, das despawnt teilweise. Das ist total verrückt. Wow. Du hättest mich ja fast selbst gekillt, du Sack. Ah. Nein! Ja, geil, ne? Ich laufe in Fallen, er läuft in Fallen, keiner verreckt von uns. Ja, perfekt. Das lasse ich jetzt so. Jo.
verrückt. So, ich muss jetzt mir erstmal Stickies holen. Alter. Nein, ich bin so doof. Ich hab den Vogel wieder drin gelassen. Alter, ich verhungere gerade, ne? Und jedes Mal, wenn ich mir Essen reintue, baue ich weiter. Oh, ich nehme jetzt einfach nur so ein fettes Fleisch, weil das mit dem Vogel funktioniert gerade gar nicht. Ja, kochen ist nicht deine Stärke. Nee, das geht mir gerade so. Meine Fresse, hau halt nach unten. Oh. Ja, ja. Ich hab gerade voll die Probleme mit der Steuerung. Jetzt. So. Aber du hast gerade wieder so ein Ding angesprochen. Also wirklich, tu mir auf. Nein, okay. Was soll ich eigentlich sagen? Ah, genau. Was? So, das jetzt. Was willst du sagen? Genau, also zwei Sachen, die mich nämlich schon echt richtig ankotzen. Lagerfeuer und auf den Boden schlagen. Ach so, ja, das auf den Boden schlagen. Das sind einfach so zwei Dinge, die ich einfach regelmäßig kacke. Mich riecht das auf dem Grundschlagen mehr an wie das Lagerfeuer. Ja. Doch. Nee, ich schlage einfach mittlerweile nicht mehr auf dem Boden, wie gesagt. Ich tue das alles aus der Luft rausfischen, das Zeug. Viel besser. Wenn sie wegfliegen, einfach schlagen, fertig. Nicht versuchen, irgendwie auf den Boden zu schlagen. Total verrückt. Ich finde es total verrückt. Aber eigentlich habe ich da immer auch noch ein paar. Ach so, weil jetzt geht es nicht mehr. Aha, okay. Aber eigentlich hatte ich da Zwischendinge auch noch, aber die despawnen immer, wenn man die baut. Das ist interessant. Ach, das ist blöd. Und jetzt kann ich es nicht mehr bauen. Aber ich hatte zwischen auch noch immer welche. Ne? Oh. Aber die haben sich halt leicht überschnitten und sind jetzt immer gedespawnt. Und da unten zum Beispiel, so habe ich das immer gemacht, wieder unten. Schau her. Aber die kannst du nicht bauen. Versuch das mal zu bauen. Ich verstehe das nicht. Naja, gut, also es sieht halt jetzt komisch aus, aber. Was das soll es? Ist wohl nicht geplant, dass man das irgendwie so parallel baut. Nee, das sieht scheiße aus. Auf zur nächsten Fuhre Baumstämme. Ja, hey, das mit den Baumstämmen haben wir ja bald geschafft. Ach ja. Voll, ich glaube, voll das Problem, dass ich das auch nicht mehr löschen kann. Ich kann das auch nicht mehr löschen. Was? Diese Blaupause, ich kann sie nicht mehr löschen. Das ist natürlich sehr dreist. Bauen kann ich es nicht, aber löschen kann ich es auch nicht. Was zum... Hä? Oh Mann, ey. Wie doof. Was machen wir denn da jetzt?
diese Lücken dazwischen, das sieht halt ein bisschen komisch aus, eigentlich. Nee, ich finde, es sieht gar nicht mal so schlimm aus, wenn die Blaupause nicht wäre. Sonst wäre das gar nicht so schlimm eigentlich. Ich finde es eher komisch, dass das immer so in der Luft fliegt und sich das nicht anpasst. Aber das geht nicht, weil eben immer die immer unter. Also ich glaube, das ist ein. Also gerechnet ist es alles gerade, aber optisch ist es halt nicht gerade. Verstehst du, was ich meine? Wahrscheinlich nee. Der PC. Ja, der PC rechnet wahrscheinlich, dass immer die gleiche Fläche ist. Welche Blaupausen möchtest du bekommen? Die da unten. Die hier. Die geht ja nicht weg. Welche Blaupause? Bei mir ist ja keine Blaupause. Was? Nee, bei mir ist nur noch oben Blaupausen. Hier unten ist nichts bei mir. Gut, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das dann mal verschwindet, sobald ich... Ja, genau. Also wenn ich dann einfach speichere und dann neu starte. Ja. Ach nee, jetzt, oder? Jetzt fehlt ein Baumstamm zum Fertigstellen. Und irgendjemand greift hier. Ja, ich hör's. Irgendjemand bumst uns Römer. Geil. Und soll er. Soll er halt bumsen. Ja, ich hol mal Pastiks. Aber eigentlich ganz praktisch, dass die Büsche doch irgendwie wieder nachwachsen. Und ja, wegen den Sticks. Ja. Ich hole gerade alle Sticks aus unserem Lager, der ist jetzt auch leer. Also manchmal verstehe ich das nicht, ne? Da ist dieses Zeichen, dass es beschädigt ist, ne? Dann drückst du das Inventar, holst den Hammer und dieses Zeichen ist weg. Ungelogen. In der Tat verwirrend. Zack, jetzt ist das Zeug wieder da. What the f... What? Verstehe ich nicht. Also ich habe echt nichts dagegen, dass die Mauer nicht mehr kaputt geht, aber ich... Es ist sehr merkwürdig. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ja, ach nee, das habe ich selber kaputt gemacht. Applaus, Applaus. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie weit wir schlafen können. Das ist doch jetzt nicht, wie weit schlägt denn der aus? Ey, holt ihr den aus? Ich habe aus Versehen die eine Lampe da unten kaputt gemacht bei der Treppe. Aber das macht das macht nichts. Die eine könnte man vielleicht auch wegtun, vielleicht richtig hindrehen oder so. Ja. Ja, also ich habe nur noch 19 Stoff, also langsam ist kritisch. Ah, was hast du da? Was? Weil da, ich wollte gerade das Lagerfeuer anzünden und plötzlich hat er was gegessen. Mich hat's gerade voll geschockt, aber es war kein Arm, glaube ich. Nee, das war noch der verbrannte Vögelchen. Aber wir können eh noch nicht schlafen, aber ich speichere mal. Nix schlafen können, oh nein! Ja, aber gleich. Also die zwei Baumstämme können wir eigentlich schon weghauen, weil ich glaube nicht, dass wir hier jemals einen Baum wollen. Oder? Welche zwei Baumstämme? Ja, hier neben dem Turm. Ach so, ja. Den und den da. So, sehr schön. Oh. Oh, sehr riskant direkt an der Treppe.
Ja, da bin ich immer auf so einen Millimeter hin. Abgesehen davon. So. Oh, der Mond wird noch umgezogen. So, es fehlt wirklich nur noch ein Baumstamm und dann ist der erste Teil fertig. Ist das nicht genial? Ja, Mann. Bauen wir Geil, du bist schnell. halt Bau cool. das mal schnell hier. Ja. Ja, Ich ich war mir mag. noch nicht sicher, ob das Finale ist. Ja, ich mag die Scheißlücke hier zu machen. Die gefällt mir nicht. Jo. Da muss ich mir was einfallen lassen. Do it. Do it now. Sofort. Wir könnten schlafen. My lady. Ja, my lady. Geh da mal weg. Kann er denn? Brav. Also wenn ich was nicht bauen soll, schreist du, ne? Ja, Nicht, ja. dass ich dann da. Bau du, ich mach. Kümmere mich um die Steine. Geil, oder? Und die Lücke ist Einwandfrei. zu. Aber was mit dieser Lücke hier? Ja, die kann ich auch machen, wenn du willst. Ja, ein Stein oder sowas und dann. Ein Stein oder mit zwei? Je nachdem, wie es halt ausschaut, was halt besser ausschaut. Wie du es halt hinbekommst. Dann machen wir zwei. Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Ja, genau, was soll das? Was soll der Geiz? Oder? Hammer, oder? Ja. Destiny nicht mal hacken. Destiny nicht mal Einfallsreichtum. Weil, bitte. Ganz ehrlich. Einer ist frei, ja. Also wenn man jetzt so Du hinschaut, kannst ein keine gerade Band. Linie machen. Aber trotzdem habe ich mir was einfallen lassen, damit das perfekt funktioniert. Und jetzt So, schlafen jetzt wir komm her mal. ins Bettchen. Es ist zwar auch schon wieder so mitten in der Nacht, aber. Wurscht. Joa, better than nothing, I would say. So, speichern noch mal schnell. So, und vielleicht ist es. Ah, jetzt ist es eh schon weg. Okay. Ist eh schon geregelt, der Shit. Also, wenn du irgendwelche Vögel oder sowas findest, ich bin ein dankbarer Abnehmer davon. Apropos Vögel, jetzt wo du sagst. Ist es noch gut? Essbar, frisch. Ach, perfekt. Erinnere mich dran, ich tue jetzt zweimal Fleisch drauf. Okay. Oh, fuck mich nicht ab, Alter. Meine Güte. Was ist dein Kackproblem, du Bitch? Schau, sorry. Bitch! Tada! Das Haus ist fertig! Vogel ist fertig, essen. Der macht mal voll satt, krass. Hast du jetzt den Ich brauche Großen noch einen. gegessen, oder? Und ich krieg jetzt den Futzelscheiß, oder? Nee, ich hab den kleinen. Was hast du gegessen? Nice. So. Ja, also ich habe nur so einen Fuzzi-Vogel gehabt, der hat gar nichts gebracht. Oh, ich hab die Hälfte bekommen. Gut, da hab ich den Großen erwischt und du den Kleinen. Komm, komm. Weg von den Gebäuden. Weg von den Gebäuden. Ups. Ah! Das gibt's so was. Dieser scheiß Vogel, der Dreck. Ja, jetzt kommst du wieder zurück. Du mobbst mich. Da ist nichts am Boden, jetzt geht's nicht.
Es hätte sogar runtergeschlagen, ist aber schon weggeflogen. Und zack! Hey, willst du mich verarschen? Ich nehme den großen. Sollen wir das noch hinhauen? Noch mit. So, warte, das ist ein bisschen Mist. Boah, nee, also dich, kleiner blauer Vogel, den musste ich jetzt mitnehmen. Also du hast ja auch noch Hunger wahrscheinlich, oder? Ja, ein bisschen. Und dann hau ich die ganzen drei Viertel Müll drauf. Sollen wir das da noch hinklatschen? Klatsch schon mal ab. So. Ja, ich bin gerade so hin und her gerissen. Normalerweise ist es ja realistischer, wenn es jetzt nur bei der Treppe wäre. Aber es sieht vielleicht gar nicht mal so schlecht aus, wenn es unten am Boden beginnt. Also wenn man hier steht, sieht es gut aus. Wenn man aber dann hier die Treppe hochgeht... Alter, was geht denn da ab, Alter? Du bist fertig. Schau doch... Jetzt schau ich doch lieber mal hin, nicht, dass es doch was abgeht. Ach, die sind hier? Nee, irgendwie geht da nichts mehr kaputt. Die Mauer ist nicht kaputt, ne? Gar cool. Da braucht man Glück, sagt die Spikes vielleicht gar nicht mehr. Nur fürs Optische. Oh, Alter, wieso ist das was kaputt? Lol, die haben durchgeschlagen. Ach, die hauen. Du, lol, es geht wieder kaputt. Nein, lol, das nicht ist dein nicht Ernst, dein Ernst, das... oder? Was ist, hauen die durch die Mauer durch? Dann brauchen wir da jetzt Spikes, also direkt dahinter Spikes bauen. Wow, fuck! Was? Da ist noch was im Lagerfeuer, das war essbar. Ein Millimeter her, das da war ist noch was. Ausweichmanöver, so das Gleiche. Da ist noch was im Lagerfeuer. Naja, das war schon verkuckelt, tatsächlich. Boah, da müssen wir uns echt sofort was einfallen lassen, weil, die hauen. Warum hauen die jetzt genau an der Stelle? Ja, da müssen wir jetzt halt. Müssen wir gleich mal ausprobieren, ob das Spikes hinpassen. Rausgehen und Spikes, das hilft alles nichts. Ah, da ist jemand in die Falle gelaufen. Falle. Wow, Alter. Das war gemein. Hat er dich getroffen, was? Nee, ich hab schnell genug abgewehrt, aber. Trotzdem war es gemein. So Tür zu und der zack angesprungen. Komm, das geht. Nö. Ja, natürlich, du Sack. Ich hab deinen Freund mitgebracht. So, zwei Leichen. Alle vier Leichen, oder was geht denn da? Hey, wieso? Wo kamen die anderen zwei her? Also zwei habe ich aus der Falle jetzt geholt. Ich habe auch einen aus der Falle geholt. Alles krass, genau. Alter, jetzt haben wir schon drei Leute aus den Fallen genommen. Einwandfrei? Alter, diese Wägen, die nerven hier ein bisschen. So. Ja. Bild platziert hast du die. Ah! Oh! Oh! Das war knapp. Bei der einen Schritt zu viel nach vorne. Ah! Oh! Fuck! Hat's mich hier gerissen. Was? Was macht der hier? Hä? Was war das? Was? Du hast doch gewartet. Nein, bitte, komm mir weg. Boah, das ist richtig doof. Komm hier. Ja. Oh, das haben wir gut geregelt. Das haben wir jetzt gut. Weißt du, ich drehe mich um und ich denke, du stehst da und wollt nur an dir vorbeilaufen. Mann, was ist das der Typ? Ich bin so, holy shit. Oh, der brennt doch gar nicht. So, erstmal reparieren. Ich lasse auch hier irgendwas erwischen. Oh, Alter, meine Rüstung. Alter, wir brauchen, glaube ich, jetzt echt wieder Stoff. Das ist echt kritisch gerade bei mir. Warte, warte, ich hatte so viel Stoff. Ich habe 28. Nee, dass ich da einmal verreckt bin. Also das Lagerfeuer, das hat so viel Stoff gekostet. Das kotzt mich richtig an.
Da liegt doch ein Knochen drin, das sehe ich doch. Die ganzen Schädel, eigentlich müsstest du auch so ein Schädelsammelstation hinbekommen. Ja, wäre ganz praktisch eigentlich. Weil dann könnte man immer, wenn man so Lampen sammelt, nicht immer neue Schädel holen, weißt du? Also neue töten müssen. Weil gerade 4 Schädel? Das ist schon traurig eigentlich. Aber hier kommen wir hoch, das ist fertig, das ist fertig. Das ist eigentlich schon schön hier. Also unser Grundhaus ist schon mal fittisch. Schon mal gut. Und jetzt tun wir die Spikesy planen. Oder? Ja. Die Spikes da oben haben dann erstmal Priorität. Ja, unbedingt. Ist auch wieder was kaputt. Was gibt's noch? Moment! Was? Nee, halt, auf kurz. Ich dachte, das ist nicht kaputt, aber wir haben ja jeweils nur ein pro Haus hingebaut. Ja, gut. So, dann bin ich hier schon mal ein bisschen am Spikey spawnen. Was kann ich mal hier? Wow! Du Sackratte! Es gibt so weit. Sacramentos. Hi. Hi. Oh, es greift wieder so fett an. Das ist doch zum Kacken. Sind die Bau, diese Bänke da fix? Nee, eigentlich? Die sind noch nicht fix. Okay. Und im Notfall würde ich da auch Fallen hinbauen, diese Wände, die sich so aufstellen vielleicht. Da so 3-4 Fallen nebeneinander. Na, jetzt haben wir wenigstens mal einen Grund, hier diesen ganzen Busch-Zeugs-Dreck wegzuhauen. Das ist mal blöd gewesen. Ich wollte gerade das Tor öffnen und habe statt das Tor öffnen das Weg gebaut. Oh, es ist schon wieder 35 Minuten. Komm. Mach fertig, was du da tust. Wo bist denn du eigentlich? Ach da.
Lol. Will ich eigentlich gerade Büsche töten? Jetzt habe ich noch vorher gespannt. Nein, lass mich in Ruhe! Du Sackrapaz! Alter, mit der. Also eigentlich geht das mit dem Katana richtig gut, Alter, was wieder Damage schon, Alter, in der Zeit, ey. Ja, ne, kann man echt lassen. Sollen wir schnell ein Lagerfeuer hier machen, weil wir drei Typen hier haben? Ach so, ja, ist vielleicht schneller. So, kleines. Und wir müssen jetzt unbedingt wieder beenden, weil jetzt sind wir wieder bei 40 Minuten. Ja. Also unsere Folgen werden auch immer länger, weil wir gerade so im Baummodus sind. Ich merke das schon immer so, Höhlen tun und so. Ja, 28 Minuten, können wir so langsam aufhören und so, ne? Ja. Bauen, weißt du, so, oh, du, langsam eine Stunde, ne? Wäre schlecht. Da geht die Zeit viel schneller, das ist brutal. Na, ja, das stimmt. Komm her, bevor sie uns wieder angreifen. Ja, komm her. Und mit dem schönen Blick... von brennenden Leichen und den abstehenden Fuß verabschieden wir uns von dieser Folge und hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es heißt, hören. The Forest. Wenn es heißt, The Forest. Bis dahin. Goodbye. Ciao, ciao. Goodbye.